Hallo und herzlich willkommen zur vierten Trainingswoche und meiner Vorbereitung auf den Hannover Marathon. Es ist heute Freitag, der erste Lauf und die letzten Tage ist nicht viel passiert. Montag und Dienstag waren dann gesundheitlich irgendwie gar nicht gut. Wahrscheinlich dann durch den langen Lauf am Sonntag bei dem regnerischen Wetter habe ich mir da irgendwie was weggeholt. Deswegen habe ich dann eine Pause eingelegt und versuche es heute mit den ersten Kilometern. Will ich mal schauen, wie sie es anfühlt, ob es schon wieder geht. Der Puls ist etwas höher als üblich, aber ansonsten fühlt es sich eigentlich ganz gut an. Denke ich, kann ich die ersten Kilometer hier wieder machen. Werden dann natürlich deutlich weniger als geplant. Aber ist halt so, kann man nicht ändern, muss man mit umgehen, werde ich auch mit umgehen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich in dieser Vorbereitung verschont bleibe und da keine Erkältung dazwischen funkt, ließ sich nicht vermeiden. Was sich aber vielleicht vermeiden lässt in so einer Vorbereitung, sind Verletzungen wie Achillessehnenprobleme, Knieprobleme, Rücken. Ja, sowas in der Richtung. Und dazu werde ich jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen was erzählen, was da so meine Erfahrungen sind, was ich so in den letzten Jahren selbst schon erlebt habe und was ich da jetzt so mache, um das Ganze zu vermeiden, dass man da möglichst verletzungsfrei durch so ein Training kommt. Aber jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Jo. Ich bin jetzt bei rund 3,5 Kilometern. Ja, Geschwindigkeit liegt bei rund 6 Minuten auf den Kilometer und der Puls bei rund 135, also etwas höher noch als üblich. Aber okay. Ja, jetzt werde ich hier noch 1-2 Kilometer laufen und dann würde ich mal mit dem Thema Laufschuhe beginnen. Wie lange man die trägt oder wie lange ich sie trage. Genau. Also weiter geht's. Jetzt bin ich bei rund 6 Kilometern, fühlt sich soweit ganz gut an. Ja, man merkt schon, dass man noch nicht 100% wieder fit ist, aber das passt schon soweit. Ich denke, 10 Kilometer mache ich heute und dann schaue ich mal, was morgen so ansteht oder was ich da so machen kann. Laufschuhe, ja, da könnte man jetzt sicherlich auch gerade in Bezug auf Verletzung, wie lange sollte man sie tragen, welche Schuhe trägt man? Ja, wahrscheinlich Stunden drüber sprechen. Das will ich aber nicht machen. Ich würde jetzt nur kurz schildern, wie ich das so handhabe. Der erste Punkt, wie lange sollte man seine Laufschuhe tragen? Da gehen die Meinungen auch auseinander. Je nachdem, wo man da schaut, liest man da auch verschiedene Werte zwischen 400 bis 1000 Kilometer. Ist da eigentlich alles zu finden. Teilweise im Spitzensportbereich werden dann ja die super teuren Carbon-Schuhe auch bloß bei ein, zwei Wettkämpfen getragen. Wie lange ich meine Laufschuhe trage, ist auch immer ein bisschen abhängig vom Schuh an sich und was ich mit diesem Schuh dann so laufe, also welche Einheiten ich damit mache. Heute habe ich zum Beispiel einen Schuh an, der hauptsächlich bei langsamen Läufen zum Einsatz kommt, mit eher geringerer Belastung. Und diese trage ich dann auch tendenziell länger. Gibt es ja auch in diversen Apps die Möglichkeit, dass man sich da die Schuhe anlegt als Sportausrüstung und so dann bei jedem Lauf auch auswählt, welchen Schuh man dann getragen hat. Sollte man natürlich auch machen, damit man da auch hinterherkommt, welche Laufleistung jetzt der Schuh weg hat. Diesen Schuh jetzt zum Beispiel, den werde ich rund 1000 Kilometer tragen, sofern er erstmal optisch das noch hergibt. Wenn jetzt natürlich die Sohle schon einreißen sollte oder irgendwo größere Beschädigungen sind, würde ich den auch eher ausmustern. Aber ansonsten plane ich den erstmal mit rund 1000 Kilometern ein. Für schnellere Einheiten wie Tempoläufe oder auch Intervalltraining habe ich dann auch noch diverse andere Schuhe, die sich für höhere Geschwindigkeiten dann besser eignen. Habe auch den ein oder anderen Carbon-Schuh, die ich dann aber hauptsächlich
ja, für die Wettkampfläufe benutze und eher selten im Training. Also die Carbon-Schuhe im Training eigentlich nur zum Einlaufen und zum dran gewöhnen. Ja, und bei diesen Schuhen habe ich für mich jetzt die Grenze bei 600 bis 800 Kilometern festgelegt, halt auch abhängig vom äußeren Erscheinungsbild. Also wenn so ein Schuh eingerissen ist, kommt der natürlich vorher weg. Kam auch schon vor, dass sich da ein Schuh, was weiß ich, nach 300 Kilometern oder so schon verabschiedet hat und die Sohle gerissen ist. Dann bringt es natürlich auch nichts, da weiter mitzulaufen. Ja, und warum? Denn die ganzen Schuhe haben ja irgendwo eine Dämpfung drin, die einem das Laufen ein bisschen erleichtern soll, auch gewisse Stöße abdämpfen soll und so weiter. Und die lässt natürlich auch von Kilometer zu Kilometer nach. Irgendwann ist die Funktion dann einfach nicht mehr gegeben. Auch die Stabilität, das leiert natürlich auch alles ein bisschen aus. Deswegen sollte man da schon drauf achten, dass man die Schuhe nicht zu lange trägt. Natürlich auch immer ein bisschen mit dem Hintergrund, was man für Läufe macht. Ich bin der Meinung, wenn man nur gemütlich durch den Park joggt und da seine 3-4 Kilometer Runde dreht, muss man den Schuh jetzt nicht so häufig austauschen, als wenn man mit dem dann regelmäßig seinen Marathon in 3 Stunden läuft. Da sollte man dann schon gucken, dass man das ein wenig unterscheidet. So viel zum Thema, wie lange ich meine Schuhe trage. Dann vielleicht noch mal kurz zum Thema Carbon-Schuh. Da gehen ja auch die Meinungen weit auseinander, ob das jetzt im Hobbybereich überhaupt Sinn macht, bei den Geschwindigkeiten, die man da läuft. Ja, letztendlich muss das auch jeder für sich selbst entscheiden. So ein Schuh kostet natürlich dann doch schon ein wenig mehr. Meine Schuhe oder die letzten habe ich mir im Outlet geholt. Da ging das dann auch. Da hat der dann halt keine 250 mehr gekostet, sondern nur noch die Hälfte oder deutlich weniger. Der eigentliche Effekt dieser Carbon-Schuhe kommt halt auch eigentlich erst bei wirklich höheren Geschwindigkeiten zum Tragen. Ich glaube, alles so unter 4 Minuten auf den Kilometer, wo es dann wirklich was bringen soll. Aber für mich ist auch ein bisschen Kopfsache und ich muss schon sagen, bei meinen schnellen Läufen habe ich schon das Gefühl, dass mir dieser Schuh da ein wenig hilft. Vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber das soll ja manchmal auch schon helfen. Und durch diese Carbonsohle oder Einlage sind die natürlich dann etwas steifer als so ein, ja, ich sag mal, Alltagsschuh. Deswegen sollte man die auch nur sehr dosiert einsetzen und das mache ich auch. Denn wenn man die dann wirklich bei jedem Lauf trägt, gerade bei langsamen Läufen, ist die Gefahr dann doch schon höher, sich zu verletzen, sich da irgendwo Probleme einzufangen. Ich glaube, das muss nicht sein. Und das sollte soweit auch eigentlich ganz klar sein. So viel dann erstmal zum Thema Laufschuh. Ja, ist halt wirklich schwer, sich da kurz zu fassen. Und das, was ich gerade so geschildert habe, sind meine Erfahrungen. Wenn ihr da anderer Meinung seid oder andere Erfahrungen gesammelt habt, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren wieder schreiben. 8 Kilometer sind es jetzt. Puls, wie gesagt, etwas weiter oben als sonst. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich für die heutigen Temperaturen doch ein wenig zu warm angezogen bin. Aber ich wollte jetzt nicht gleich wieder mit kurzer Hose und T-Shirt hier losrennen. Muss ja auch nicht sein. So ganz untätig war ich dann in dieser Woche doch nicht. Ich habe gestern und am Mittwoch dann schon ein paar Dehnungsübungen gemacht. Ein kleines bisschen Krafttraining, also das, was so möglich war. Ein paar Wadenheber. Ging dann also auch ein bisschen in die Richtung Verletzung vermeiden. Aber dazu würde ich dann ja morgen oder am Sonntag, je nachdem, wann ich das nächste Mal laufe, noch ein bisschen was erzählen. Jetzt mache ich hier meine Runde noch zu Ende. Ich werde dann hier wieder mit einblenden. Oder hier, wie viele Kilometer es dann geworden sind. Und dann geht's ja morgen oder am Sonntag weiter. Mal schauen. Und weil das Ganze gestern so gut lief,
geht es dann heute am Samstag auch gleich weiter. Zweite Lauf dann in dieser Woche. Ich werde heute ein wenig länger laufen. Also es sollten so rund 11, 12 Kilometer werden. Sowas in der Richtung. Bin jetzt auch schon ein wenig schneller unterwegs als gestern und werde dann vielleicht die letzten 1-2 Kilometer nochmal ein klein wenig das Tempo steigern. Also weiterhin noch etwas mit angezogener Handbremse unterwegs. Was kann man noch so tun oder was sollte man auch noch so tun, um Verletzungen zu vermeiden? Ich hatte es ja auch schon in den Videos davor angesprochen. Ja, das Training abwechslungsreich gestalten, also auch immer mal wieder andere Belastung mit einbauen. Ich persönlich mache das mit dem Radfahren. Hat den Vorteil, dass man doch ein gutes Herz-Kreislauf-Training machen kann. Aber gewisse Sachen wie Knie, Achillessehne, die so anfällig sind, anders belastet, vielleicht auch nicht so sehr belastet wie beim Laufen. Also da die Sachen ein wenig schont. Eine weitere Möglichkeit sind ja unterstützende Übungen oder generell alles, was so in Richtung Krafttraining, Stabi-Training geht, liest man ja auch immer wieder. Ja, ich selber versuche es immer wieder zu machen, muss aber auch sagen, dass es wirklich zu kurz kommt. Ich versuche es irgendwo mit im Alltag mit einzubauen, dass man da so die ein oder andere Übung mit einbaut, auch was in Richtung Mobilität geht. Beweglichkeit ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und darauf hatte ich mich ja auch in den letzten Tagen ein wenig konzentriert, da mal ein bisschen mehr zu machen. Gerade was so in Richtung Wadenmuskulatur geht und somit Schonung oder Unterstützung der Achillessehne, für mich ein wichtiger Faktor. Denn da hatte ich schon das ein oder andere Problemchen. Gerade bei diesem Wadenheber muss man auch ein wenig aufpassen, dass man die Übung dann richtig durchführt. Denn man neigt da doch schnell dazu, ja, so seitlich wegzuknicken. Und dann hat man eigentlich genau das erreicht, was man nicht erreichen will. Dass man die Achillessehne ja nicht gerade belastet, sondern seitlich zieht. Und das ist genau das Problem oder eines der Probleme, warum es dann zu Verletzungen kommen kann. Also da muss man schon die Übungen richtig ausführen. Jetzt bin ich bei rund 6 Kilometern, habe also circa die Hälfte geschafft. Ja, fühlt sich weiterhin ganz gut an. Puls ist heute auch recht stabil, also auch etwas niedriger als gestern. Passt also, Geschwindigkeit passt auch. Kann ich also wie geplant zum Schluss das Tempo noch mal ein wenig erhöhen. Was man auch nicht vernachlässigen sollte, ist das Aufwärmen. Ich mache das auch bei intensiveren Läufen, dass ich in der Regel erstmal die ersten 1-2 Kilometer wirklich langsam loslaufe, um erstmal warm zu werden, um nicht gleich mit voller Geschwindigkeit zu starten. Ja, wie gesagt, bei intensiveren Läufen, wenn ich nur einen lockeren Lauf mache, wo ich eh bloß mit 6 Minuten auf den Kilometer unterwegs bin, ja, da laufe ich mich jetzt nicht extra warm. Da wird dann auch nur der erste Kilometer vielleicht noch ein bisschen langsamer sein. Dehnung, Stretching und so weiter vorm Lauf mache ich wirklich selten. Das dann eher vor Wettkämpfen, dass ich da ein paar Übungen mache, aber auch nichts Besonderes. Also das kommt wirklich selten vor, sollte man vielleicht öfter machen. Aber da bin ich bis jetzt eigentlich immer auch so ganz gut mit klargekommen. Muss aber auch jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, da ist jeder anders. Als das dann mehr wurde mit dem Laufen, ich wirklich regelmäßig unterwegs war, habe ich mich aber mit diesem ganzen Thema Verletzung noch nicht weiter beschäftigt. Bin eigentlich immer losgelaufen, bin gelaufen, wie ich wollte. Ging auch ziemlich lange gut, doch irgendwann, ja, hat das dann auch alles nicht mehr ganz so geklappt.
Und dann kam es vor rund 3 Jahren zur ersten größeren Verletzung, die nicht zwangsläufig durch das Laufen ausgelöst wurde, aber infolgedessen sich dann noch eine andere Verletzung entwickelt hatte. Und zwar hatte ich starke Rückenprobleme und konnte mich da auch einige Wochen so gut wie gar nicht bewegen, also nur Couch, Toilette, Toilette, Couch, und konnte dann auch in Summe rund 2, 2,5 Monate gar nicht laufen. Das Rückenproblem hatte sicherlich andere Ursachen. Da war das Laufen wahrscheinlich dann bloß ein Punkt, der dazu beigetragen hat. Die hauptsächlichen Ursachen lagen aber woanders. Darum sollte es aber nicht gehen. Aber daraus entwickelte sich ja dann das nächste Problem. Denn in diesem Jahr, wo das war, hatte ich einen Startplatz für den London Marathon. Und da wollte ich auch starten. Deswegen stand dann für mich fest, dass ich recht schnell wieder fit werden muss, dass ich dieses Ding laufen kann. Ohne konkretes Zeitziel. Einfach nur, ja, dass ich ihn gemütlich durchkomme, mir ein bisschen die Stadt angucken kann. Und dann habe ich langsam wieder angefangen zu trainieren. Anfangs nur mit leichten Spaziergängen. Dann bin ich auch wieder laufen gegangen. Der London Marathon war in dem Jahr Anfang Oktober. Also hatte ich da nur noch wenige Wochen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und als ich dann gemerkt habe, es geht wieder mit dem Laufen, Rücken macht keine Probleme mehr, habe ich das Training auch recht schnell wieder hochgefahren. Und aller Wahrscheinlichkeit nach dann zu schnell. Da wollte ich dann zu schnell wieder zu viel. Und das hat der Körper dann nicht mitgemacht. Um genauer zu sein, die Achillessehne. Die hat sich zu Wort gemeldet, war ja stark gereizt. Und die nächste Woche komplett Trainingspause angesagt. Ja, und das war dann so der Zeitpunkt, wo man sich dann mal ein bisschen intensiver mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt hat. Ich habe geguckt, was kann ich da machen? Wie kann man die Achillessehne unterstützen? Hab dann da auch schon mit den ersten Übungen angefangen. Ging dann auch gut. Also den London Marathon bin ich durchgelaufen. Die Zeit war dann für die Umstände auch akzeptabel. Aber wie gesagt, darum ging es nicht. War wirklich nur das Ziel, anzukommen, die Stimmung zu genießen. Und das hat geklappt. Kommen wir wieder zurück zum Thema Übertraining. Das ist eigentlich nach meiner Erfahrung so ein ganz großer Punkt, wo es zu Verletzungen kommt, weil man ganz einfach zu schnell den Trainingsumfang steigert und der Körper da nicht hinterherkommt, sich anzupassen und somit dann gewisse Probleme entstehen können. Zum Thema Übertraining würde ich dann morgen nochmal was sagen, werde gleich das Tempo ein wenig erhöhen und mich dann am Ende des Laufes nochmal kurz melden. Dann habe ich den Lauf für heute auch gleich geschafft. Die Zusammenfassung blende ich dann wieder mit ein. Und ja, dann geht's morgen mit einem hoffentlich etwas längeren Lauf weiter. Sonntag, Lauf Nummer 3. Wie geplant soll es heute ein wenig länger werden. Die Geschwindigkeit trotz alledem noch etwas langsamer. Ich denke zwischen 5:30 und 6 Minuten irgendwas wird es werden. Heute auch mal eine etwas andere Route, mal in einer anderen Richtung unterwegs, entlang der Mulde. Ich hatte es gestern ja schon angesprochen, das Übertraining. Will ich jetzt mal ein wenig was dazu erzählen, was da so meine Erfahrungen sind. Als erstes, was für Anzeichen gibt es da oder welche Anzeichen deuten darauf hin? Da wäre zum Beispiel ein plötzlicher Leistungsabfall
trotz des regelmäßigen Trainings, also wenn man ja seine Einheiten wie geplant regelmäßig durchzieht und dann trotzdem die Leistung nach unten geht, man nicht das erreicht, was man so die Tage zuvor hatte, das kann dann schon ein Anzeichen sein. Auch eine erhöhte Ruhefrequenz könnte ein erstes Anzeichen sein. Bei mir liegt sie meist so, also wenn ich da wirklich ruhig auf der Couch liege, bei 55. Und die letzten Tage hatte ich das mal ein bisschen beobachtet. Da lag es wahrscheinlich aber eher an der Krankheit und nicht an dem Übertraining. War ich teilweise bei 70, 75 im Ruhebereich. Aber wenn man jetzt nicht gerade erkältet ist und es trotzdem zu so einem Effekt kommt, ist das oder könnte das auch wieder ein Anzeichen sein. Andere Anzeichen wären dann auch noch Schlafstörungen. Also wenn da irgendwas nicht mehr so ist, wie es sonst immer ist, also man da irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellt, kann natürlich auch noch andere Gründe haben, aber dass man überlastet ist, was das Training betrifft, könnte ein Punkt sein. Und was man auch noch erwähnen könnte, wären Stimmungsschwankungen oder eine Änderung der Stimmungslage, wenn man schneller gereizt ist. Ja, man kennt das ja, wenn man generell ein bisschen im Stress ist. Das könnte aber auch auf eine zu hohe Trainingslast hindeuten. Ja, das erstmal so zu den Anzeichen, die ich auch persönlich so festgestellt habe oder was man ab und an mal merkt. Und wenn man sich dann so seinen Trainingsumfang anschaut, man darauf auch zurückführen kann. Aber jetzt laufe ich erstmal weiter und genieße die Natur. Man das Ganze jetzt vermeiden, also dass man in ein Übertraining oder eine Überlastung gerät. Eine ausgewogene Trainingsplanung, das hatte ich auch schon im Video zum Trainingsplan gesagt, dass man zum einen die Einheiten abwechslungsreich gestaltet, also nicht immer nur laufen, auch mal was anderes mit einbaut und auch, dass man den Umfang langsam steigert, also dass man nicht zu schnell die Kilometer, die Geschwindigkeit und so weiter hochschraubt, sondern dass das peu à peu passiert und dass man dann auch entsprechende Pausen mit einplant. Das ist dann im Prinzip schon das Zweite, dass man Erholungsphasen mit einplant, also dem Körper auch mal Zeit gibt, sich zu regenerieren, zu erholen, damit man dann wieder durchstarten kann. Außerdem ist natürlich auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung wichtig. Und was wahrscheinlich am wichtigsten ist bei der ganzen Sache, auf den eigenen Körper hören. Also ich denke, oder ich selber habe das anfangs auch zu wenig gemacht. Mittlerweile weiß ich aber, welche Anzeichen ich wie zu deuten habe. Und wenn mein Körper sagt, gut, mach vielleicht doch mal ein klein bisschen ruhiger, so wie es vielleicht auch in dieser Woche der Fall war und ich das ja auch gemacht habe. So viel dann zum Thema Übertraining, was halt ein Faktor sein kann, warum man sich verletzt oder was das Verletzungsrisiko erhöhen kann. Ein paar Sachen dazu, wie man das Übertraining erkennt und wie man es vermeidet. Ich bin jetzt bei meinem heutigen Lauf bei. Ja, knapp 12 Kilometern, werde gleich nochmal die Mulde überqueren und dann noch ein Stückchen entlang der Mulde wieder zurück in Richtung zu Hause laufen. Ich denke mal, ja, lässt sich schwer abschätzen, da ich hier nicht so oft unterwegs bin, aber es könnten so dann 17 Kilometer rund werden heute. Mal schauen.
Fühlt sich aber alles ganz gut an. Also Woche Nummer 4 auch schon wieder vorbei. Auf einen großen Wochenrückblick werde ich verzichten. Waren ja dann nur 3 Läufe. Die Ergebnisse des heutigen Laufs werde ich aber wieder mit einblenden. Läuferisch dann leider nicht ganz so wie erhofft. Dennoch habe ich versucht, das Beste draus zu machen. Gehört halt irgendwie mit dazu. Muss man schauen, wie man drauf reagiert. Ich habe dann mich um ein paar andere Sachen gekümmert. Wie gesagt, Mobilität, bisschen stabi, was so ging, gemacht. War sicherlich auch nicht verkehrt. Damit ich dann hoffentlich nächste Woche in Woche 5 wieder durchstarten kann. Den Trainingsplan habe ich jetzt noch mal ein wenig überarbeitet, angepasst. So dass diese Woche nochmal eine Entlastungswoche war und die nächsten 3 dann wieder Belastungswochen werden. So sieht das aus. Dann bedanke ich mich jetzt wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Anschauen. Habt vielleicht das eine oder andere für euch mitgenommen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich glaube, vielleicht wird es doch ein wenig länger. Denn hier geht es nicht lang. Aber ich glaube, hier oben komme ich drumherum. Jetzt aber. Ciao, ciao.